Servus Leute, zurück zu Let's Play Magic Duels Battle for Zendikar. Wir machen weiter im Story Mode. Wir haben ja das letzte Mal die Zendikari davon überzeugt, sich uns anzuschließen im Kampf um die Stadt auf Zendikar, die von den Eldrazi erobert wurde oder angegriffen wird. Und wir stoßen jetzt hinzu. Die Verbündeten. Du befehligst deine Armee furchtlos an vorderster Front im Kampf gegen Massen von Eldrazi. Deine Chancen stehen nicht gut, doch du bist fest entschlossen und die Zendikari folgen dir. Die Eldrazi sind harte Gegner, doch im entscheidenden Moment scheint dein Verbündeter Jace Beleren und die Schlacht wendet sich zu euren Gunsten. Yeah, Nissa, Jace, diese Meervolk-Planeswalkerin, die übrigens neu in den Karten drin ist. Gideon in seiner Form, in seiner jetzigen Form ist auch neu. Und die Zendikari. Wo ist Jace auf dem Bild? Na gut. Gideons Armee, jawohl. Oh Gott, das kann ja was werden. Okay. Immer wenn die Chorklippen oder ein anderer Verbündeter unter deinem Kontrolle ins Spiel kommt, erhalten Gerät und du kontrollierst bis zum Ende. Erschlag. Hört sich gut an. Das hört sich auch gut an. Fügt 5 Schadenspunkte zu deren Aufteilung. Was? Vermutlich werden Eldrazi einen Lebenspunkt haben und viel sein. Ansonsten wäre das eine sehr schlechte Fähigkeit. Oder Karte. Na gut, sich entfaltende Wildnis. Wir suchen oder schauen uns an, was für Farben wir denn haben hier in dem Spiel. Alles klar. Grün und Weiß spielen wir. Dann sollte meine Quest kein Problem sein. Wo ist Jace? Jace können wir jetzt auch gebrauchen. Das ist nicht Jace. Tja, jetzt brauche ich erstmal eine Kreatur. Zusammenkunft. Ist sie neu oder gab es sie früher? Für mich ist sie neu. Ich kannte die Fähigkeit noch nicht. Was ist das? Pfahl, Zehren. Okay. Naja. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten, das anzugehen. Entweder ich töte diese Kreatur oder ich ignoriere sie. Oder ich spiele eine 2-2 und greife an. Weil dann kriegt er meinen Erstschlag. In der Hoffnung, dass ich mehr solche Karten ziehe. Die einfach ja, Kreaturen sind. Mana habe ich jetzt massenweise. Also Mana passt alles. Schauen wir uns mal an. Ist das Nisse? Wo ist Jace? Ist das Jace? Nein. Liliana ist nicht hier, oder? Natürlich könnte fast Liliana sein. Zumindest so blass sieht sie aus. Aber davon stand nichts in der Geschichte. Kann es sein, dass er gar nicht angegriffen hat? Stärke sind gleich der Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst. Aber eine andere... Ungetappten Verbündeten, die erfahrenen Kriegen, bis zum Ende dazu gesetzt wird. Der Erschlag, Wasser im Kartoffel. Trampelschaden. Du entscheidest. So, wir sollten erstmal angreifen. Ich möchte diese Kreatur loswerden. Oder blockenden. Eine blockenden Kreatur machen wir 4 Schaden. Husch, weg mit dir. Oh oh, was kommt jetzt? Fahr, schicke eine Kreatur dann mal mit Stärke 3 oder weniger ins Exil. Du mit deinem Exil, du hässlicher Wicht. Der andere ist leider geblockt. Na gut. Alles klar. Ab ins Spiel. Hätte ich auch machen können. Wäre vielleicht sogar besser gewesen, weil mit Erstschlag... wären die vermutlich stärker gewesen.
Gut. Oh, schon wieder. Die nächste im Exil. Ja, so viel zur Armee, nicht wahr? Also wenn ich keine Armee habe, dann sieht es ganz übel aus. Wenn, kannst du zwei Karten, die dann gehen. Auf die Früfe, bringe drei. Okay. Boah. Was ist das? Ah, ja, das. Wieso kann ich das denn... Ja, ich kann da nicht viel machen, so wie es aussieht. Erstschlag, Wachsamkeit oder verursacht Trampelschaden. Ja, mein Freund, wenn du da und meine Kreaturen zerstörst, kann ich nichts dagegen machen. Oh, ich hätte das vielleicht abwarten sollen, bis er angreift. Ja, ich hätte angreifen. Ah, das ist blöd. Jetzt kann er sie auch noch opfern für Mana und dadurch irgendwas Riesiges beschwören. Oder er kann es sein lassen. Jetzt brauche ich Verbündete. Ja, ich habe eine 2-2. Das ist doch schon mal was. Schick deine Karte aus dem Friedhof und du bringst ein. Zieh eine Karte. Okay. Und nochmal, wie es scheint. Aha. Okay. Ich entscheide mich für Erstschlag. Dann habe ich mal Erstschlag. Husch, weg sind sie. Und ich habe immer noch genug, um Vergeltung der Turbulenzen zu spielen. Aber es macht mich irritiert, dass er so viele Handkarten hat. Okay. Husch. 1, 2, 3, 4, 5. Boom! Schon kannst du zwei Karten, die dein Gegner besitzt, aus dem Exil. Mit vier. Dein Gegner besitzt zwei Karten im Exil. Na super. Na 9-9. Was ist denn das schon wieder? Ah. Dieses Match ist verloren. Außer es kommt Jace langsam. Langsam darf er Jack kommen. Tja, nee, kann man nicht gewinnen. Müssen wir neu starten. Das ist nicht machbar. Die 9-9 kriege ich nicht mehr los. Die macht mich alleine platt. Zumindest mit den Handkarten, die ich hatte. Also es dürfen keine im Exil landen, prinzipiell. Das ist der Feind, was im Exil landet. Das könnte mächtig werden. Ich brauche viel Kleinvieh. Weil es gewöhnlich auch Mist macht. So. Und rein theoretisch dürfte ich eigentlich gar nicht angreifen. Aber bei Chorzüchtiger. Ich glaube, die Eldrazi-Bruten waren diese 1-1, wo geopfert werden können, oder? Das ist meine Vermutung zumindest. So. Du musst einfach schnell Damage machen. Wir haben jetzt genügend Länder, um die beiden auszuspielen. Dann kommen jede Menge 1-1 ins Spiel. Und dann pushe ich sie mal ganz hoch. Dann ist gut. Dann kann ich ihn überrennen, hoffentlich.
Eldrazi-Drohne. Todesbüro. Und hier eine Karte, die der Gegner schickt. Die Hosen. Die muss sterben. Und das Gute ist, sie stirbt wahrscheinlich eher daran, dass... Also sie wird nicht ins Exil geschickt dadurch, wenn sie jetzt stirbt. Oh. Oha. Ha. Will ich, dass die durchkommt? Die Todesberührung ist gefährlich. Bäh. Bäh. Und schon, na, wobei das Land war das jetzt. Oh, ich krieg schon wieder ein Land. War jetzt nicht das Wichtigste, dass ich dieses Land bekomme. Andererseits, ja, jetzt ist es von Vorteil, dass ich diesen Rückzug nach Emeria mehrmals habe. Das kann mir schon helfen. Das kann mir ein Board aufbauen. Und der wird jetzt demnächst auch ein Board aufbauen können. Diese ganzen hässlichen Karten, die auf Exilkarten gehen, und ich kann es nicht verhindern. Deswegen muss ich einfach schneller sein und ihn überrennen. Was ist da geflogen? Oha, der wäre gut gewesen. Halt erst dich. Dann dich. 1-1 brauche ich. Los, die Armee versammelt sich nun. Kors zum Angriff. Vernichte die Eldrazi. Sie wollen uns ins Exil schicken. Wir sehen das aber hier gar nicht mal ein. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, glitzert. Ach, nicht schon wieder das. Oh, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Verdammt! Ah, ich hätte erst... Na gut, na gut, na gut, na gut. Zum Angriff, meine Krieger. Du bist Eldrazi-Brut? Ja. Kannst dich blocken. Also den zumindest nicht. Perfekt. Bam, 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 bam. Kaput. Ich bräuchte jetzt ein neues Land. Jetzt ein Land. Wäre gut. Achtung, was kommt jetzt? Macht er was? Er greift nicht an. Was ist das? Ja, kannst du eine Karte hingegen auszumachen? Was ist das? 5 Lebenspunkte dazu. Und 7, 8! Das ist schlecht. Oh, was ist das? Oder ein anderer. Zum Ende. Puh. Lebensverknüpfung. Und Erstschlag. Einziges Problem ist, ich brauche jetzt ein Land. Ein verfluchtes Land brauche ich jetzt. Das wäre genial. Werde ich nicht verhindern können. Hast du verzehren? Nein. Du bist einfach eine stinknormale 7-8. Gut. Ein Land wäre klasse, weil dann käme auch... Was ist das? Ich habe nichts auf dem... Gut. Ist die nicht groß genug? Ein Land. Das sogar nicht getappt ins Spiel kommt. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Shit! Nein, nein, nein!
Erschlag und Lebensverknüpfung hat noch gefehlt. Na egal, wir räumen jetzt auf. Oh shit, Erschlag und Lebensverknüpfung fehlen jetzt. Egal, wir räumen auf. Das ist nicht schlecht. Oh, ich habe verloren. Na gut, es ist schlecht. Oh, shit, 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 shit. Boah, das ist schon wieder ein hartes Duell. Ein hartes, unfaires Duell. Man könnte unter allen... ich kann nicht unter allen Umständen verhindern, dass er irgendwas entfernt oder ins Exil schickt. Er hat Removals, so wie er hat, so wie Kreaturen, die Karten einfach ins Exil schicken. Ich kann das einfach... Tapp eine Karte. Das ist eine mächtige Karte. Das könnte zwar ein wenig dauern hier alles, aber das ist eine mächtige Karte. Genau die brauche ich. Die hätte ich vorgebraucht. Oh, ich hätte eine Kreatur ins Spiel bringen sollen. Okay. Das Dumme ist, ich kann es nicht verhindern. Ich habe keine Kreatur, die ich irgendwie ausspielen kann. Ah, aber ich kann sie vernichten. Gut, 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 gut. Gideons Tadel kann ich einsetzen. Das ist wichtig. Das sollte ich direkt auch einsetzen, bevor er irgendwas ins Exil schicken kann. Dann habe ich Zeit gewonnen. Zeit ist wichtig, um meine Armeen vorzubereiten. Tja, und das brauche ich auch. Um Gottes Willen. Dieses Deck ist grausam schlecht. Oder dem Gegner seines OP. Ich glaube an beides. So, lasst uns die Kreaturenproduktion beginnen. Ah, ich hätte... Vielleicht hätte ich gewonnen, hätte ich es beim letzten Mal richtig gespielt. Ich weiß es nicht. Ich hätte auf jeden Fall mehr Lebenspunkte am Ende gehabt. So viel ist sicher. Fünf kostet es. Tja. Das bringt mir so nichts. Wir machen... Nee, der entfernt es nur. Und Tokens. Tokens kann er nicht... Oh, Tokens kann er nicht entfernen. Oder ins Exil schicken, meine ich. Oh. Tokens können nicht ins Exil geschickt werden. Vielleicht ist das der Punkt dann in diesem Spiel. Warte. Zwei. Zwei werden benötigt. Bleiben wir dabei. Ich produziere Tokens. Und bringe nicht meine Kreaturen ins Spiel. Oh. Ah. Verstehe. Ja. Schade. Nein, ich bringe nicht meine Kreaturen ins Spiel. Das Blöde ist, er hat viele Kreaturen, die einfach so auch stark sind, auch ohne das, was ins Exil geschickt wird. Die zum Beispiel. Mehr Tokens. Und ins Spiel bringen. Tappen. Und Erstschlag bitte. Und tappen. So, und jetzt kommen seine hässlichen Removals ins Spiel. Er wird wahrscheinlich 3, 4 ganz einfach vernichten. Und dann die 2, 2 einfach ins Exil schicken.
Und dann habe ich schon wieder nichts gewonnen. Weil ich habe alles gespielt, was ich jetzt kann. Wenn er einen Removal hat, habe ich schon wieder verloren. Und es ist kein Removal. Alles cool. Noch. Den kann man zumindest ausnocken. Tja, damit komme ich aber nicht weiter. Damit schaffe ich nichts. Und die Zeit rennt mir davon. Ja, weil er jetzt angreift. All-in-mäßig greift er an. Warum? Kannst du eine Karte, die dein Gegner besitzt? Zum Glück klappt das nicht. Puh. So, wenn ich jetzt mit allen angreifen würde, hätte ich 2, 2, 3, 2, viel zu wenig, viel zu wenig. Naja, selbst damit hätte ich viel zu wenig. Aber der wird jetzt immer stärker, das ist schon mal eine interessante Fügung des Schicksals. Jetzt muss ich halt mit den Tokens blocken. Ah. Noch mehr von diesen OP-Karten. Nein, jetzt kommt die und ein Land deiner Wahl ins Exil. Ja. Das finde ich gut, nicht wahr? Oh, der greift bloß mit den Zweien an. Interessant. Die kann ich blocken. Oder da was Trampelschaden. Ich glaube nicht. Puh, ich bräuchte jetzt irgendeine Karte, die mir aus dem Schlamassel hilft, aber... Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt keine Karte, aber beides könnte eigentlich reichen. Die haben jetzt alle Erstschlag. Und was noch interessanter ist, Lebensverknüpfung. Das ist sogar das Interessanteste, glaube ich, dass sie Lebensverknüpfung haben. ...19 Leben. So viel dazu. Okay. Wieder besiegt. Oder? Ja. Tja. Keine Chance gegen diesen Gegner. Keine Chance. Da muss man deutliches Glück haben. Na okay, versuchen wir es beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.